So, liebe Zuschauer, damit wäre Sapporo auch erledigt. Bisschen mit Krücken ist dieser zweite Wettkampftag dahergekommen, denn die Qualifikation musste abgesagt werden, 67 dann im ersten Durchgang. Gerd, aber dann lief es doch erstaunlicherweise relativ reibungslos. Ja, vor allen Dingen zum Ende des zweiten Durchgangs lief es richtig gut und am Anfang war es doch ein bisschen wechselhaft. Da waren mal größere Pausen, Windspitzen bis 5 Meter pro Sekunde, aber doch besser noch zum Springen, als die Vorhersagen waren. Und von dem her hat sich natürlich nicht für alle, aber für viele, viele der Weg nach Japan gelohnt. In erster Linie, egal wo wir anfangen, in erster Linie hat sich der Weg natürlich für die Slowenen gelohnt, die gestern Erste und Zweite geworden sind und heute einen Dreier gesetzt haben und überzeugend. Ja, definitiv muss man so sagen. Also Peter Breutz vielleicht im ersten Durchgang von den Verhältnissen geschlagen worden, aber Jani Damian hat sich es auch mal verdient, einen Weltcup zu gewinnen oder einen Weltcup-Springen zu gewinnen. Robert Kranjec jetzt gestern auch schon gut gewesen. Also die Mannschaft ist richtig gut in Schuss, bis auf Juri Tepes. Also haben sie auch gesagt in unserem Kommentar, der kann eigentlich drei Kreuze machen, dass die Nominierung schon vollzogen wurde, denn der ist überhaupt nicht gut gesprungen in Japan. Aus deutscher Sicht viel besser konnte es eigentlich gar nicht gehen. Michael Neumeier heute Vierter, gestern Achter, Eisenbichler wieder unter den Top Ten, also mehr war nicht zu erwarten. Nein, mit ein bisschen Glück hätte man vielleicht aufs Podest springen können mit einem Michael Neumeier. Also den anderen hätte man es nicht unbedingt zugetraut. Dem Michi kann man es doch durchaus zutrauen, nachdem er ja wohl doch das jetzt verdaut hat, dass er nicht bei Olympia dabei ist und scheint ein bisschen besser, lockerer springen zu können. Und jetzt heißt es eben dann nochmal für Willingen sich vorbereiten. Da werden wir ihn wiedersehen. Und ja, vielleicht auch nochmal zu zeigen, war vielleicht doch nicht die richtige Entscheidung. Allerdings wäre es eh zu spät. So ist es. So, was fehlt noch, was wir gestern schon angedeutet haben, ist heute eigentlich perfekt geworden. Bei den Österreichern hat Andreas Kofler, glaube ich, für Klarheit gesorgt. Ja, alles andere wäre auch eine große Überraschung, wenn sich da Alexander Pointner und die Verantwortlichen in Österreich anders entscheiden würden. Denn der letzte Eindruck ist immer der, der bleibt. Und das hat er eindrucksvoll gezeigt, Andreas Kofler, dass er nach wie vor sehr gut Skispringen kann. Auch wenn nicht alle dabei waren, aber er hätte es verdient, das fünfte Ticket aus österreichischer Sicht zu bekommen. Also können wir jetzt nach Willingen schauen, dann wieder mit voller Kapelle, dann mit den besten Deutschen und Willingen wird dann wohl doch noch eine echte Bestandsaufnahme vor Olympia. Davon kann man ausgehen, obwohl ich mich mal gerne überraschen lassen würde. Ich sehe es noch nicht so, dass eine volle Kapelle da ist. Also vielleicht kommt das norwegische Team nicht. Mal sehen, ob die Slowenen vielleicht nicht doch noch Willingen auslassen. Da bist du vielleicht besser informiert, was die Meldungsliste angeht. Aber irgendwann sollte man vielleicht auch eine Pause machen. Wird man sehen. Also man kann von ausgehen, deutsche Team, klar, Österreich wird auch da am Start sein. Also werden schon alle da sein. Vor allen Dingen Simon Ammann wird wieder in den Weltcup zurückkehren. Gestern schon erwähnt, wir sind alle sehr gespannt, was er getestet hat. Kommt er wieder mit was Neuem um die Ecke? Oder hat sich das im Training vielleicht doch nicht so gut gemacht, das, was er ausprobiert hat? Na, mal sehen. Viele Fragen werden nächste Woche beantwortet werden. Also um die Ecke kommt er ganz sicher, wie nannte der berühmte Berliner Eckensteher. Und bei Simon Ammann ist man auf jede Überraschung eingestellt, da wird was kommen und wir laden Sie ein, Freitag, Samstag, Sonntag, wie Sie es gewohnt sind, live bei Eurosport, dann auch auf Eurosport International, denn dann sind die Australien Open auch zu Ende. Also Gerd Siegmund und Dirk Thiele erwarten Sie.